Wir müssen widerstehen! Wir müssen zurückschlagen! Sie nennen es einen Kreuzzug! Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten! Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen! Warum tut er das wohl? Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Oh, was war denn zu solchem Verhalten? Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kommt ihr auch bei mir. Was habe ich euch getan? Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ihr werdet uns nicht in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben kosten. Seltsam, so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Ungläubiger! Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel. Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Ha, einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern. Ihr sollt mich kennenlernen. Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit.
brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Na, einfach stimmbar. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Ein paar Goldstücke. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, viel. Nein, ihr versteht doch nicht. Dann wollen Sie den Mich heraus. Jemand wird die aufhalten. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut. Ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen.
Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Gar nicht.